Hallo, Servus und grüß euch, der Müller von der Dezentrale AT. Heute ein kurzes Update betreffend der Anlagestrategie, die ich vor kurzem vorgestellt habe. Die Strategie bleibt die gleiche, aber ich habe das Excel-Dokument ein bisschen abgegradet. Doch dazu gleich mehr. So, da bin ich wieder. Wie schon angedroht, also als erstes die, die das Video nicht gesehen haben von dieser Anlagestrategie, das werde ich euch hier oben verlinken, damit ihr euch das anschauen könnt, um was da überhaupt geht. Für alle, die bereits Bescheid wissen, die wissen, ich habe ein Excel-Sheet quasi zum Download bereitgestellt, damit euch diese ganze Sache, wann ihr swappen müsst, ein bisschen einfacher von der Hand gehen. Ich habe jetzt den ganzen Nachmittag damit verbracht, dieses Excel-Sheet abzudaten oder zu updaten, wie auch immer. Ich schalte euch mal kurz auf den Desktop rüber, dann kann ich euch das mal kurz zeigen. So, das sind wir. Also, was wir schon mal nicht brauchen, das ist das hier. Das hat sich jetzt quasi während der Eingabenummer hier ergeben. So, aber jetzt kommen wir zum Thema. Wie gesagt, ich habe 1000 Euro investiert und habe auf Bitpanda im Prinzip 75% Gold gekauft und 25% Bitcoin. Das ergab bei mir einen Bestand von 14,32 Gramm Gold und 0,0305 Bitcoin. Okay? So, das weiß ich jetzt gar nicht. Ich glaube, das ist auf der alten Excel-Tabelle noch nicht drauf. Des Weiteren habe ich hier eingefügt das Verhältnis. Also das heißt, an dieser Zahl seht ihr, also jetzt ist gerade 0,74 zu 0,26, also sprich 74% Gold, 26% Bitcoin. Okay? Und was jetzt neu ist, ich habe hier diesen Bestand aus meinen Bitpanda Wallets hier übertragen, eben diese 14,32 Gramm Gold und diese 0,035 Bitcoin. Und jetzt kommt das Hämmerchen an der ganzen Nummer. Und zwar seht ihr hier den aktuellen Goldpreis. Und dieser Goldpreis wird dauernd aktualisiert. Und zwar über die Seite gold.de. Und das ist der Bitcoin-Preis. Der wird dauernd aktualisiert über Cointelegraph. Okay? Also was ich jetzt im Prinzip gemacht habe, um den Wert, also den effektiven Wert, nämlich diese 251,47 € zu kalkulieren. Also ich habe im Prinzip den aktuellen Bitcoin-Preis mal meine Anzahl der Bitcoin gerechnet und hier natürlich dasselbe mit dem Goldpreis, wobei ich jetzt immer aktuelle Daten kriege, was ich effektiv an Wert auf meinem Bitpanda Wallet jetzt liegen habe. Okay? Also, wie gesagt, das hier oben sind die Daten von gold.de, die dauernd aktualisiert werden. Und diese hier unten, das sind die Daten von Cointelegraph. Okay? Auch die werden regelmäßig
aktualisiert und somit müsst ihr nicht dauernd irgendwie eure Daten oder irgendwelche Zahlen neu eintippen, sondern die Kiste macht das automatisch. Wenn ihr ihn laufen lasst, dann macht es das in regelmäßigen Abständen. Wenn ihr im Prinzip diese Tabelle zumacht und wieder öffnet, dann werdet ihr gefragt, ob die Verknüpfungen aktualisiert werden sollen. Da drückt ihr selbstverständlich auf Ja und dann kriegt ihr die aktuellen Preise. So, jetzt 977,12 €. Ja, aber der Müller hat doch 1.000 € einbezahlt. Das ist grundsätzlich richtig, also von meinem Bankkonto sind 1.000 € weggegangen. Da ich aber mit Sofortüberweisen quasi überwiesen habe, also dass ich wirklich sofort einsteigen kann, hatte ich Gebühren von, ich glaube, 1,9%, womit mir im Prinzip der effektiv zur Verfügung stehende Betrag eingebrochen ist. Also ich habe dann nur, ich meine, es war 980 € oder so schlussendlich einbezahlt. Okay, da es mir aber um den wirklichen Gewinn geht, habe ich wirklich die Zahl genommen, die ich vom Bankkonto an Bitpanda überwiesen habe, okay? Also darum habe ich momentan, wo ist er da, noch einen Verlust von 22,82 €. Aber wie gesagt, das liegt ganz einfach an den Transaktionsgebühren. So viel mal dazu. Noch kurz zur Erläuterung, jetzt ein bisschen tiefer gegenüber dem letzten Video, wie komme ich denn auf all diese Zahlen? Also ihr seht hier, wenn ich den Gewinn anklicke, dann ist das die Summe A2, nämlich diese hier, minus die 1.000 €, die ich einbezahlt habe, okay? Also das errechnet mir dann den Gewinn. Hier unten Kapitalertragsteuer, das ist für Mitmenschen, die in Österreich leben, unter Umständen interessant. Das ist die KEST, also sprich die 27,5% Kapitalertragsteuer, die auf diesen Gewinn fällig werden, sofern dieses Konstrukt nicht länger als ein Jahr im Betrieb ist. Okay? Also das einfach zur Info, das ist nur für mich, damit ich in etwa weiß, um was es geht. Jetzt haben wir hier wie das weiter Swap. Okay? Also wir sehen, wir haben jetzt hier im Prinzip 74% zu 26%. Jetzt damit ich hier wieder auf 75 und 25 komme, müsste ich hergehen und 7,24 € von Bitcoin in Gold swappen. Okay, dann hätten wir hier wieder 25% zu 75%. Jetzt ist es aber ganz wichtig, wenn ihr swappt, also wenn ihr jetzt von Gold in Bitcoin swappt oder von Bitcoin in Gold, dann ändert sich hier unten automatisch euer Bestand. Und den müsst ihr manuell wieder nachtragen, okay? Also das heißt, wenn ihr den Swap gemacht habt, dann müsst ihr die Einlage in eurem Bitpanda Wallet, also jeweils Gold Wallet oder Bitcoin Wallet, müsst ihr diese Anzahl korrigieren. Weil klarerweise, wenn ihr von Bitcoin in Gold swappt, dann wird euch der Bestand an Gold hochgehen und der Bestand an Bitcoin wird zurückgehen. Also diese beiden Zahlen müsst ihr nach einem Swap wieder händisch neu eingeben, weil sonst stimmt diese ganze Tabelle nicht mehr. Okay? Gut. Also, so viel mal kurz dazu. Jetzt, wenn wir schon hier sind, zeige ich euch gerade eben, worauf die Zahlen beruhen. Das hier ist Cointelegraph, der Bitcoin-Preisindex. Und diesen Chart hier, also mit dem Preis Day, Week und das ganze Zeugs, respektive ich habe den hier unten, also Open, High und im Prinzip Last Price hier unten, das ist das, was ich hier
im Prinzip an Daten rübergenommen habe. Und zum Zweiten haben wir von der Seite gold.de den aktuellen Goldpreis in Gramm. Und zwar handelt es sich dabei um diesen Table hier oben. Okay, also wenn ihr das hier seht, wir gehen da mal rüber, dann seht ihr genau, das ist im Prinzip Gold, Silber, in US-Dollar eine Unze, in Euro eine Unze, in Euro ein Gramm. Das ist auch der Wert, der hier oben übertragen wird, und hier hinten haben wir das Ganze noch in Gold. Okay? Ich habe das einfach mal so der Einfachheit drinnen lassen, und ihr habt es jetzt schon gesehen, währenddem ich euch das hier gezeigt habe, wird diese Tabelle immer wieder aktualisiert. So, das war von meiner Seite her das kurze Update zu der Tabelle, die ich abgedatet habe. Ihr findet unten in der Beschreibung den Download-Link. Also ich werde diese Tabelle neu hochladen auf Black Hole, und mit diesem Link könnt ihr euch diese Tabelle runterladen, und ich werde euch auch wieder den Referral-Link zu Bitpanda dazugeben. Würde mich natürlich freuen, wenn ihr meinen Referral-Link für Bitpanda verwenden würdet. Ihr kriegt ein bisschen was, ich kriege ein bisschen was, so ähnlich wie eine Win-Win-Situation. So, das war's schon von meiner Seite. Wenn euch das kurze Video gefallen hat, bitte Thumbs up da lassen. Wenn nicht, einen Daumen runter. Und auch hier wieder ganz wichtig, abonnieren nicht vergessen, falls ihr das nicht schon längst getan habt. In diesem Sinne wünsche ich euch alles Gute, bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns und tschüss euch.